wahre Seele. Ist das ein guter Rabe? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, wir sind gerade gestorben. Oh, mein Kopf. Ich muss eingeschlafen sein. Es ist stockdunkel und ich friere. Ich sollte nach Hause gehen. Ich muss nur dem Weg zurückfolgen. Aber es ist so dunkel. Ich sollte diese Kerze mitnehmen. Ich glaube, wir sind tot, Hans. Oh, ein Grabstein. Dies ist ein wirklich alter Grabstein. Er ist so verwittert, dass ich den Namen nicht mehr lesen kann. Steht auf den anderen was drauf? Nee, da auch nicht. Da auch nicht. Hier sind Blumen. Ja, okay, trotzdem nicht. Okay. Folgen wir mal, da ist der Weg. Folgen wir. Da ist Blut. Das sind Enten in dem Blut. Okay. Okay. Dies ist das Blut all jener, die im Krieg gefallen sind. Okay. Aufbauend. Was passiert hier? Unser guter Käse wurde verschwendet. Oh je, das muss ein Albtraum sein. Oh Gott. Na Kumpel, bist in Ordnung? Bist ganz blass? Hanso, Punkt, Punkt, Punkt. Na Ziege kannst du nie trauen, nicht wahr? Okay. Okay, das ist also der Silent Hill-Anteil, ja? Eine Mischung aus Zelda und Silent Hill. Ich verstehe. Oh mein Gott, was steht jetzt hier? Kinder mit Namen Hans sollen wegen Kriegsdienstverweigerung am höchsten Turm des Dorfes aufgehängt werden. Okay. Okay, oh, oh. Hä? Okay. 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 Hier ist eine Kiste. Oh Gott, nein. Nein, ich will... Nein. Da hat was gemäht. Oh mein Gott! Die Ziege, Leute, die Ziege verfolgt uns! Die Ziege ver... Nein! Oh mein Gott, die greifen allen an! What the... Was ist hier gerade passiert? Was steht hier? Der blaue Kobold bewacht einen großen Schatz. Okay. Dann folgen wir doch mal dem blauen Kobold. Was schon, soll schon passieren? Nicht wahr? Oh, das Reh hat jetzt auch rote Augen. Hallo? Auch wenn es ganz still steht, kann ich sehen, wie es atmet. Schaut es euch an. Okay. Oh, guck mal, da oben sind Äpfel. Lasst uns die Äpfel einsammeln. Man soll keinen Loot liegen lassen. Aber wir kommen da nicht... Doch, doch, doch. Kommen wir rum? Man soll den Loot ja nicht liegen lassen, ne? Wie gesagt. Oder ist... Oh, oh. Die Ziege sieht das anders. Die Ziege möchte, dass wir den Loot liegen lassen. Nein. Ich habe einen Apfel erhalten. Ich sterbe für diesen Apfel. Und die Horrorziege verfolgt uns. Stop, please. Stop, please. Okay. Aber wir haben zwei Äpfel bekommen. Wir haben eine Horrorziege gefunden, aber auch zwei Äpfel. Das ist schon was.
Die Frage ist, können wir nach Hause zu... Uah! Nein, wir können nicht zu Hause zu... Wir können nicht nach Hause, never mind. Wir gehen nicht nach Hause. Nein, nein. Okay, wir weichen vom Weg ab und folgen dem blauen Kobold. Wir haben ein gruseliges Schloss gefunden. Nein, doch nicht. Doch. Doch, doch. Ein gruseliges Schloss. Ja, gehen wir da einfach rein. Das ist bestimmt eine gute Idee, Hans. Sein Gesicht. Okay, jetzt brauche ich eine gute Koboldstimme. Guten Abend, edler Herr. Ich grüße euch. Hallo? Wo bin ich? Ihr seid innerhalb der Mauern des Schlosses Telepré, der Feste des illustren Grafen Lucanor. Lucaneur, nennen wir ihn Lucaneur. Ich wusste gar nicht, dass hier in der Gegend ein Graf lebt. Mein Gebieter hat sich immer mit Zurückhaltung hervorgetan. Seid ihr vielleicht gekommen, um das Erbe meines Gebieters anzutreten? Erbe? Mein Gebieter, der Graf Lucaneur, ist ein Mann von großem Reichtum. Seine Besitztümer und sein Einfluss umspannen hunderte von Meilen. Ich glaube, Hans ist tot. Jedoch sind zu seinem großen Bedauern die Tage seiner Jugend lang vorbei. Und in all diesen Jahren war ihm kein Sohn vergönnt, der seinen Platz einnehmen könnte. Daher hat er mich beauftragt, einen jungen Adeligen zu suchen, der es verdient, solch ein Vermögen zu erben. Du meinst, der Graf hat eine Menge Geld und sucht jemanden, dem er es geben kann? Ja, Hans. Das ist die tragische Lebensgeschichte. Gut zusammengefasst. Genau. Daher war mein erster Gedanke, dass ihr aus diesem Grund hergekommen seid. Okay. Ja, richtig. Ich bin ein vornehmer Edelmann aus einem weit entfernten Königreich und ich bin gekommen, um den Reichtum des Grafen anzunehmen. Bring ich sofort zu ihm. Bitte. Okay. Ich bewundere eure Begeisterung, Herr. Aber bevor ich euch zu meinem Gebieter bringe, muss ich sicherstellen, dass ihr die entsprechenden Werte für diese Position vertretet. Wir wollen doch keine niederträchtigen Ritter, Diebe, Vagabunden oder gar zerlumpte Kinder auf dem Thron. Meint ihr nicht? Hanzo. Daher werdet ihr eine einfache Prüfung bestehen müssen. Ihr müsst nur meinen Namen erraten. Es ist Rumpelstilzchen. Was meinst du? Ihr habt die ganze Nacht Zeit, meinen Namen zu erraten. Wenn es euch gelingt, werde ich euch persönlich zu meinem Gebieter, dem illustren Grafen Lucaneur, bringen. Hans oben. Ich wünsche euch für diese Prüfung viel Glück, Herr. Nun, wenn ihr mich entschuldigt, werde ich mich zurückziehen. Flup. Was für ein Glück. Wenn ich seinen Namen errate, werde ich reich. Ach, Hans, du bist so naiv. Alles hier ist gruselig. Okay, eine Ritterstatue. Rechts, links, geradeaus. Ich glaube, wir fangen mal rechts an und arbeiten uns vor. Huch! Okay, hier kann ich mich wohl verstecken. Es ist gruselig, dass das notwendig ist. Die Tür kann ich öffnen. Okay. Ich kann mich unter einem Tisch kriechen. Wieso sollte ich mich verstecken müssen? Ich habe mich jetzt schon komplett verlaufen. Okay, wir nehmen jetzt einfach mal diese Tür. Okay, die ist verriegelt. Na gut, dann nehmen wir nicht diese Tür. Aha. Mhm. Huch. Herrje, der Springbrunnen ist voller Goldmünzen. Oh. Da ist unser Kaufmann. Wenn ich du wäre, würde ich nicht nach diesen Münzen greifen. Ich habe gesehen, wie dieser Rabe einen 2 Meter großen Krieger einfach zu Tode gehackt hat. Rabe so. Meh, meh, meh. Ja, der Rabe schaut wirklich wütend aus.
Hinterlasse Gold, bewahre Seele. Was? Erfrag dich nach einer Goldmünze, Junge. Wenn du eine Münze in den Brunnen wirfst, wird er deine Seele bewahren. Meine Seele bewahren? Wovor denn? Tod! Okay. Ja gut, das klingt nützlich. Das machen wir mal, ne? Hallo, Herr Rabe. Hier hast du eine Goldmütze. Bitte bewahre meine Seele. Okay. Bewahre Seele. Okay. Ich habe nichts Ungewöhnliches bemerkt, aber ich denke, es hat funktioniert. Was auch immer es war. Okay. Okay, aber... Na, Kleiner, was machst du denn hier? Ich bin hinter dem Vermögen des Grafen her. Du weißt nicht zufällig, wie der blaue Kobold heißt, oder? Hahaha, ich bin nur hier, um meine Waren an die Unglücklichen zu verkaufen, die es wagen, die Räume dieses Schlosses zu betreten. Was meinst du? Finde es selbst heraus. Da wir uns schon getroffen haben, kann ich dir diesen Schlüssel geben. Ich habe den blauen Schlüssel erhalten. Ich glaube, ich habe noch nie einen farbigen Schlüssel gesehen. Wofür ist der? Meine Güte, du bist wohl ein bisschen verwirrt. Hast du nicht die Banner an den Türen bemerkt? Doch, ich glaube, da war ein Banner. Es gibt 4 Farben. Blau, Grün, Rot und Gold. Um die jeweiligen Türen zu öffnen, brauchst du den entsprechenden farbigen Schlüssel. Okay. Verstehe. Jetzt, da ich den blauen Schlüssel habe, kann ich mit dem Erforschen anfangen. Vielen Dank. Warte, Kleiner. Nicht so schnell. Willst du nicht einen Blick auf meine Waren werfen? Also gut, was verkaufst du? Als erstes habe ich hier einen goldenen Schlüssel. Damit kannst du die Räume des oberen Stockwerks betreten. Dieser Schlüssel kostet dich 10 Goldmünzen. Als zweites habe ich hier einen versiegelten Umschlag mit einem der Buchstaben für den Namen des Kobolds. Der wird dich 5 Goldmünzen kosten. Okay. Zu guter Letzt habe ich hier etwas Mais. Eine Handvoll kostet dich 3 Goldmünzen. Außerdem, weil du mir geholfen hast, als wir uns an den Felsen getroffen haben, will ich dir den Umschlag mit dem Buchstaben schenken. Leute! Nett sein zahlt sich aus! Ha! Hans ist zwar jetzt tot, aber der Typ gibt uns einen Umschlag. Jetzt sind wir quitt. Und er hätte eigentlich 5 Münzen gekostet und er hat sich uns nur 2 geklaut. Das heißt, wir haben 3 Münzen gespart. Ah, voll gut, dass wir nett sind. Der Buchstabe L. Okay. Vielen Dank! Okay. Gut, schauen wir mal weiter. Hier ist eine Schatztruhe. Loot! Loot, 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 Loot. Da ist Loot, 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 Loot. Sie geht nicht auf. Um das Schloss zu öffnen, braucht man eine 3-stellige Kombination. Okay. Suchen wir mal die Kombination. Gehen wir erst einmal links lang. Wir könnten mal die Kerze anmachen, dann ist das alles auch schicker. Okay, hier ist ein grüner Banner. Wir gehen jetzt in die erste Tür mit dem blauen Banner rein. Oh, da ist ein blauer Banner. Da ist der Kobold. Da ist der Kobold. Verzeiht, Herr. Ich glaube, ihr besitzt mindestens einen Buchstaben meines Namens. Bitte folgt mir. Ich möchte euch erläutern, was ihr wissen müsst. Okay. 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 Ich vermute, ihr habt einen Buchstaben im Schloss gefunden, habe ich recht? Nicht wirklich, aber gut. Ja, hast du. Wofür sind die? In den Zimmern sind Buchstaben versteckt. Diese könnt ihr benutzen, um meinen Namen darzustellen. Ist das so? Jeder Buchstabe, den ihr finden mögt, wird in diesem Raum erscheinen. Sobald ihr genug Buchstaben gesammelt habt, könnt ihr meinen Namen darstellen. Ich sehe 8 Felder auf dem Boden. Dein Name besteht also aus 8 Buchstaben, nicht wahr? Ihr seid für wahr aufmerksam, Herr. Ich rate euch dringend an, weiterhin nach Buchstaben zu suchen. Sobald ihr 8 gesammelt habt, werde ich euch bitten, in diesem Raum zurückzukehren. Ich wünsche euch Glück, Herr.
Warte. Lucanor, ne? L-U-C-A-N-O-R. Naja, gut. Also Lucanor kann es schon mal nicht sein. Das ist aufbauend. Okay. Weil wenn es Lucanor gewesen wäre, wäre ich ausgerastet einfach. Ja, vielleicht heißt er Lars. Gehen wir mal da rein. Oh, Blut. Oh, tot. Okay. Also hier, wo so kleine Punkte sind, da kommen Spikies raus und die machen mich tot. Okay, wir haben eine Lampe angezündet. Okay. Da darf ich nicht reintreten, aber ich muss, weil ich muss da ja irgendwie durchkommen. Weil es sieht so aus, als wäre da oben was Wichtiges drin. Ich habe eine Leibbrot erhalten. Lebensmittel sind sehr gut, um neue Kraft zu schöpfen. Ich brauche nur mein Inventar zu öffnen und sie zu essen. Ich sollte aber aufpassen, sie nicht zu verschwenden. Einige Speisen heilen besser als andere. Okay. Das heißt, ich esse jetzt ein Stück Brot oder ein Äpfelchen, um hier durchzulaufen. Weil ich muss ja an diese Kiste, ne? Ja, sieht so aus. Okay. Da ist der Buchstabe I. Wahnsinn! Einer der Buchstaben für den Namen des Kobolds! Lasst mich raten, ich hätte auch außenrum gekonnt. Ich hätte auch außenrum gekannt, Freunde. Oh, eine Goldmünze. Ja. Ne? So. Mhm. Okay, kann ich hier rüberlaufen? Dieses Loch ist nicht groß. Wenn ich ein Holzbrett hätte, könnte ich eine kleine Brücke machen und die Truhe erreichen. Okay. Wir brauchen ein kleines Holzbrett. Oder einen Knochen. Wartet, lasst mich mal ein bisschen was snacken. So. Weil sonst kommt wieder eine Geisterziege und greift mich an. Aber wir haben einen Buchstaben gefunden. Das ist schon mal... ist schon mal was. So. Jetzt laufen wir mal in die andere Richtung. Eine... oh, oh, oh. Okay. 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 Ja. So selbstverliebt bin ich nicht, aber ich nehme ihn trotzdem mit. Okay, wir haben einen Spiegel eingepackt. Und noch ein Laib Brot gefunden. Okay. Okay. Etwas blockiert den Ausgang von der anderen Seite. Na gut. Dann kriechen wir mal wieder zurück. So, gut, dann gehen wir mal hier rein. Ich habe ein bisschen... oh, Kisten. Oh Gott, das ist so ein Puzzlespiel, wo ich überlegen muss, wie ich die Kisten schiebe. Darin bin ich so schlecht. Okay. 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 Oh, hier schon mal eine Kiste. Mit Kerzen. Da ist eine Notiz. Dies sind magische Kisten. Solltest du sie verstellen, kannst du den Raum verlassen. Du wirst sie auf ihren ursprünglichen Positionen wiederfinden, sobald du ihn erneut betrittst. Okay. Das ist schon mal gut zu wissen. Also ich kann nicht das Spiel komplett verkacken einfach. So wie ich es gerade getan habe. Weil ich sie jetzt nach oben geschoben habe und... na gut, dann laufen wir zurück. Voll schön. Toll. Oh Mann, ey. Direkt verkackt und ich sag's noch so, ich bin schlecht mit diesem Kistenschiebzeug. Na gut, also... guck mal einer, schau. Das schieben wir so da rein.
Und das schieben wir so. Und das schieben wir so. Ach, und jetzt können wir da entlang laufen. Das ist ja nett. Nein, oh Gott. Na gut. Na gut, ich schieb sie hier lang. Oh, das war dumm. Jetzt komme ich da nicht mehr hinter in die Ecke, aber wir können den Raum ja gleich einfach nochmal betreten. Oh, da ist der Buchstabe A. Toll, das schaut wie einer der Buchstaben für den Namen des Kobolds aus. Okay, dann gehen wir jetzt rein, raus und nochmal rein. Um, ne? Ihr wisst schon, um die Kiste da oben noch zu looten. Das Spiel hat einen echt süßen Look einfach. Aber es ist auch an vielen Stellen einfach absolut verstörend. So. Frage ist, wie komme ich jetzt dahinter? Nein, 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 nein. 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 Dammit, nein. Nein. Nein, das wollte ich nicht. Ich will an diese Kiste da hinten dran. Okay, wir müssen nochmal. Ja, Chat, ich weiß, dass ich mit euch reden kann. Ich bin gerade nur ein bisschen überfordert, weil ich wirklich mit dem Kisten... Kisten schieben ist überhaupt nicht mein Ding. Ich habe auch bei Pokémon, ja? Die ersten Editionen, die ersten Pokémon-Editionen. Da war es ja auch so, da gab es noch dieses eine Spiel, also unterhalb des Casinos, und dann gab es nochmal das im Elektrowerk. Und da gab es auch so, und da musste man rumrutschen oder in den Eishöhlen, dass man in der richtigen Reihenfolge rutschen muss. 2 Goldmünzen! Hier ist ein handgeschriebener Brief. Dieser seltsame Kobold will, dass ich seinen Namen errate. Anscheinend gibt es in jedem Raum einen Buchstaben. Ich werde das Schloss durchsuchen müssen, um sie alle zu finden. Das Problem wird sein, die Buchstaben so zu sortieren, dass sie den richtigen Namen bilden. Gezeichnet JF. JF ist wahrscheinlich tot. Zurück zu den Eishöhlen und Pokémon. Und ich war da, ich habe da so viele Stunden mit verbracht. Mir ist teilweise sind die Batterien vom Gameboy leer gegangen, weil ich es nicht hinbekommen habe. Ich habe da ewig für gebraucht. So, aber jetzt. Hallöchen, liebe Raider, Cutie Pie, danke für den Raid. Ich nehme heute zum ersten Mal ein YouTube-Live-Let's Play auf. Ich bin noch ein bisschen überfordert davon. Und ein bisschen verwirrt. Und dieses Spiel hat mich gerade überfordert. Hier sind gelbe Banner. Aber wir haben keinen gelben Schlüssel. Da kommen wir nicht rein. Wir brauchen erstmal den gelben Schlüssel. Es ist das Bild eines Mädchens in meinem Alter. Das ist seltsam, aber ihr Gesicht kommt mir sehr bekannt vor. Hier ist eine Inschrift mit einem Namen. Lucretia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Der Dämon ist Lucretia.